Turbo, du bist immer noch sauer auf mich? Oh ja, natürlich bin ich. Matt, ja. Sauer. Wenn du noch die ganze Zeit am Leben bist, warum bist du da nicht früher zurückgekommen? Nachdem du in die Gegner von Gunheim den Attackzug in die Gegner von Gunheim gemacht hast. Es tut mir leid. Das sollte es auch. Da gab es nämlich keine Möglichkeit, dass die Gegner von deinem Angriff zerschlagen werden. Für dich war es vielleicht in Ordnung, als Held zu sterben. Aber das ist das gleiche wie davon zu rennen. Da hast du vollkommen recht. Seitdem habe ich nichts anderes mehr gemacht als davonrennen. Das ist auch der Grund, warum ich nicht zurückkommen konnte. Ich konnte dir einfach nicht ins Gesicht gucken. Kümmere dich lieber nicht um mich. Was ich dir nicht vergeben kann, ist der Weg, auf dem du die Prinzessin verlassen hast und verschwunden bist. Turbo, bitte hör auf. Es ist so traurig, daran zu denken, dass der Mann, den die Prinzessin mir vorgezogen hat, ein wertloser Affe ist. Los geht's denn, fettes Schwein. Du Idiot, was machst du? Die Brücke wird einfallen. Zeig mir deine Courage, Stan. Wenn wir wirklich hart kämpfen, dann haben wir einen Gewinner in 3 Runden. Bevor die Brücke einfällt. Oh, zu spät. Einmal kann ich noch immer mal Flame. Ja. Hat nur 2 Runden gedauert. Klatsch! Bauchklatscher. Ja, das ist der gute Turbo auch im Arsch. Aber wir retten ihn natürlich. Geht's dir gut? Verdammt, ich hab verloren. Aber du hast dich kein bisschen verändert, Turbo. Du bist immer noch genauso durchgeknallt wie früher. Genau wie in der Zeit, als du die grünen Jungs aus der Demolition Squad angeführt hast. Ich bin froh, dass du dich nicht verändert hast, denn... Aber... Du kommst... bist viel zu spät zurückgekommen, Stan, du Idiot. Was denkst du, was mit dieser Burg, mit diesem Schloss passiert ist, seitdem du weg bist? Redest du über diese Frau, Schubke? Ja? Dieses Land ist... von ihr kontrolliert. Oder das Land ist nach ihrer Fasson von ihr kontrolliert. Was macht sie falsch? Das ist eine schöne Frau, schöne und intelligente Frau, oder? Lass mich doch erstmal ausreden, du Idiot. Sie hat ihre Augen auf die Kräfte dieses Schlosses gelegt. Und weißt du was? Der Schlüssel zur... Der Schlüssel zum Entfassen, Entfächern... Oh, ich bin so müde, scheiße. Zum Entfachen dieser Kräfte ist...
Der Schlüssel ist eine Person aus der königlichen Familie. Mit anderen Worten, die Prinzessin. Die Prinzessin? Warte, warte eine Minute. Was will sie mit der Prinzessin machen? Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass sie irgendetwas wirklich Schlimmes vorhat. Und es ist möglich, dass die Prinzessin dabei verletzt wird. Turbo, gib mir die Details. Da ist eine Arbeitsstraße auf der oberen linken und eine geheime Passage im Königsraum. Diese zwei Straßen führen dorthin, wo die Prinzessin ist. Was wir gegen uns haben, sind die Monster in der Straße und die Soldaten, die unter dem Einfluss von Shubkai stehen. Auf unserer Seite haben wir dich und mich. You and me. Was machen wir in dieser Situation schief? Lass uns Formation P einnehmen. Trubo, du kommst von der Spitze und ich werde von der Linken kommen. Roger, dann sehe ich dich später. Oh, mach doch, Penner. Kann ich hier aufladen? Ja. Gut, und jetzt werde ich auch speichern. Als er das klare Wasser trinkt, erlangt er all seine Kräfte zurück. So, Schnauze. So, jetzt müsste ich eigentlich mal fast auf die Uhr gucken, wie spät es ist. 17.34 Uhr. Ja, nee, das werde ich glaube ich jetzt nicht mehr schaffen. Nee, denke nicht. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hoffe ich. Und bis dahin, macht's gut. So, Freunde der Nacht, da sind wir wieder. Ich muss mich im Moment immer so durchringen. Ja, wir versuchen jetzt nochmal den Dungeon hier zu machen. Haben ja zuletzt gegen Turbo gekämpft. Und gehen jetzt mit Stan seines Weges. Wobei ich gerade gar nicht weiß, ob es der richtige ist. Laufen einfach mal, kommen ja keine Gegner. Normalerweise müsste ich einen Weg gehen, wo man kämpfen muss, bin ich der Meinung. Aber gut, okay, hier kriegen wir auf jeden Fall schon mal einen tollen. Das können wir natürlich nicht gebrauchen, das kann die Steffi eher für ihren Walkthrough gebrauchen. Und einen Traumohrring. Der ist natürlich besser. Ich meine, das ist ein Ausrüstungsgegenstück, welches einem vor dem Schlaf bewahrt oder größtenteils. Normalerweise wird man ja eingeschläfert, dann ist man, ich weiß gar nicht, zwei Runden oder nee, vier Runden, glaube ich, im Schlafzustand oder so lange, bis der. Oh nee, hier war richtig. Solange bis der Gegner einen attackiert oder trifft. So, Pollen, okay, schade, jetzt hab ich da reingelabert, hätten wir uns noch sparen können. Und dieser Traumohrring macht halt, dass du von mir aus nur
ein oder zwei Runden müde bist, schläfst oder auch mal gar nicht. Und hier kamen Gegner, die gar nicht mal so leicht waren. Dieser hier ist zum Beispiel der Dreambringer. Bringer ist das. Die waren hier, glaube ich, alle ziemlich gut, die Gegner. Okay, abziehen tun sie human. Also manche will sagen, abziehen billig ab, aber ich bin da immer noch... Ich bin so ein Voll-Energie-Mensch. So, das war Gegner Nummer 1 der 9 hier in dem Dungeon. So, und jetzt... So, geht gleich weiter mit den Kollegen. Also hat er 200. Damit dodgt er, das ist gut. Aber ich meine, sobald... Och, komm schon. Sobald wir mehrere im Team haben, also die volle Crew, da oben sieht man sie schon, sind ja in irgendeiner Gefängniszelle. Sobald das der Fall ist, kann er, glaube ich, den Death, also den Todfluch auf uns verwenden. Was ist das? Ach, na, super. Ja. Stellt sich jetzt nur die Frage, wo wir nochmal hin müssen. Der hätte schön Punkte gegeben, ist geflüchtet, nachdem mich ein paar Mal attackiert hat. Gut, haben wir hier alle Türen durch, geht nur noch eine. So. Interesting, really interesting, wie Mr. Scheiger es sagen will. Ninja Dagger. Chlorknacken, ja. Endlich mal wieder was für Rand. Kannst du quasi dem Gegner mal die Gülle um die Ohren hauen. Oh. Okay, hier haben wir den nächsten Gegner, ein Pharao. Ich glaube, der kann ein Flammenzauber, der etwas härter ist. Oh, nein, er kann den Zombie-Status auf uns machen. Das ist natürlich unangenehm. Also ich glaube, ich habe Mittel dagegen gekauft, aber ich bin mir nicht sicher. 1000
Checkpoint. Ja, das war unangenehm. Oh, und da sind wir souverän hierher gekommen. Bitte seid glücklich, Prinzessin. Die Zeit ist nun gekommen. Für unser Schloss, um seine Kräfte freizusetzen. Alles, was wir brauchen, ist deine Assistenz. Und die Welt ist unser. Wohl kaum. Denkst du, dass ich dich bei so einer Sache unterstützen würde? Dieses Land war immer eine militärische Nation. Was ist dir verwundert dich jetzt also so? Es ist wahr, dass wir Söldner sind, aber an diesem Tag. Aber bis diesen Tag haben wir niemals einen Krieg unterstützt, an den wir nicht geglaubt haben. Da ist. Solche Sachen gibt es in einem Krieg nicht, sowas wie gut oder böse. Wer ist da? Oh, du bist es. Dan? Oh, du bist es, Dan. Ich bin so glücklich. Ich bin so froh. Du bist am Leben. Ich bin so glücklich, hätte ich es auch lassen können. So, du bist also Dan. So, du dachtest einfach, du könntest hier so einfach reinkommen. Und machen, was du willst, während ich weg war.